Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich zunächst für die Gelegenheit, hier wieder einmal sprechen zu dürfen. Die Zielformulierung, Frau Meindl-Reisinger, Europa muss raus aus dem russischen Gas, ist ja eine nette Zielformulierung. Aber Sie nehmen etwas die Rolle der Alice im Wunderland ein, weil angesichts des Zahlenwerkes das derart von unrealistisch ist, dass es eine Gefährdung auch der österreichischen Interessenslage darstellt. Sehen Sie sich die Zahlen an, 80% des importierten Gases hier kommen aus Russland. Sie haben 900.000 Haushalte von 4 Millionen in Österreich, die Gas beziehen. Und in Wien, der Bundeshauptstadt, haben wir die Situation, dass 400.000 Gasthermen sind. Also mit Sicherheit hier ein falscher Weg. Und zu sagen, das schaffen wir bis 2027, ist auch nett. Ja, was glauben Sie denn, wenn sich die Situation abermals verschlimmert, der Ruf nach schweren und schweren Waffen immer größer werden wird, die in die Ukraine gebracht werden. Glauben Sie auch, dass Putin da mit Wattebällchen zurückwerfen wird, Nummer eins? Und glauben Sie nicht, dass dann Österreich auch in eine Rolle kommen könnte, wie bei Polen oder Bulgarien, dass das Gas abgedreht wird? Und dann, können wir uns alle dick anziehen und einen dicken Wundermantel. Na, es sind genau Sie, Ihre Fraktion und Ihre Haltung, die eine kriegstreiberische ist und eine völlig falsche. Eines sage ich Ihnen, kommen Sie noch heraus, Herr Brandstätter, und erzählen Sie uns Ihre Geschichten. Ich freue mich darauf, Sie zu hören. Wissen Sie, was ich so schlimm finde? Ja, raus aus dem Gas ist nett. Warum man aufgehört hat, raus aus dem Krieg zu rufen. Seit Wochen wird das Wort Frieden nicht mehr in den Mund genommen. Das ist ein Fehler. Alle rufen nach schweren und noch schwereren Waffen. Damit ist eine Deeskalation des Krieges zu erwarten. Damit nimmt Europa und Österreich noch mehr Schaden. Das ist der falsche Weg. Und ich dachte mir, als der Bundeskanzler Nehammer einen Tag, nachdem er seine PR-Aktion in Kiew gemacht hat, völlig überraschend hier einen Besuch bei Putin gemacht hat. Ich dachte mir, so naiv kann man sein, über die diplomatischen Kanäle sei im Hintergrund vereinbart worden, eine Friedenskonferenz vom NATO-Staat Türkei ins neutrale Österreich zu holen. Weil immerhin hat Österreich eine geschichtliche Rolle als Vermittler. Und es wäre ein Schritt zumindest gewesen, das zu erreichen. Was Sie nicht interessiert, Sie und Ihre Guy Verhofstadt im Europäischen Parlament, sind diejenigen, die täglich Öl ins Feuer gießen. Und eines sage ich Ihnen auch, ja, so sehr, Herr Brandstätter, atmen Sie ruhig durch, Sie kommen nachher dann dran. Tun Sie, ist nicht mein Freund. Herr Brandstätter, machen Sie ein paar Kniebeugen, vielleicht beruhigt Sie das. So, und genauso falsch und verurteilenswert wie das, was Putin gemacht hat mit einem Angriffskrieg, weil Krieg kann und darf nie eine Lösung sein. Genauso falsch war es auch, was die EU gemacht hat, von Anfang an nach einer deutlichen Involvierung der NATO zu rufen. So, weil die US-Interessenslagen andere sind als die europäischen. Und was die Bidens betrifft, habe ich überhaupt eine ganz besondere Sensibilität. Nach dem Umsturz im Maidan, wo dann auf einmal der Sohn des Herrn Biden, ja, dort landet im Vorstand der größten ukrainischen Energiefirma, denke ich darüber nach, was sie alles Schlechtes verursachen. Ich habe es auch für schlecht gehalten. Sie sahen so ein Papagei, der immer nur dazwischen ruft. Es wäre schön, eine substanzielle Rede von Ihnen zu hören. Auch das ist politischer und parlamentarischer Diskurs. Ich habe es für falsch gehalten, den russischen Botschafter hinauszuwerfen, weil es nur eines bewirkt, dass der österreichische Botschafter auf der anderen Seite in Moskau abgezogen wird und all die Menschen, die Österreicher, die in Russland vielleicht leben, russische Firmen, die hier tätig sind, ihren Ansprechpartner verloren haben. Ein falscher Weg. Ich halte es auch für falsch, die Ukraine jetzt in die Europäische Union zu holen. Sie haben bereits bei Maastricht alle Regeln gebrochen, die man nur brechen kann. Sie haben die Schengen-Regeln gebrochen, wie man sie nur brechen kann. Und jetzt hauen Sie die Kopenhagener Kriterien weg, die für einen Beitritt der EU eine Maßgeblichkeit wären. Ja, wer nimmt Sie denn noch ernst in diesem Handeln? Ich komme zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren.
ich habe nicht die richtige Lösung parat, hier Frieden herbeizuführen. Aber eines kann ich Ihnen sagen, ich weiß, Sie haben das Problem, dass Sie bei Ihren 10% herumdümpeln und nicht von der Stelle kommen. Aber bevor Sie nach mehr und noch mehr schweren Waffen rufen, den Krieg noch weiter eskalieren lassen, nehmen Sie das Wort Frieden in den Mund und versuchen Sie, Österreich anzubieten für Friedensverhandlungen. Damit würden Sie der Bevölkerung was Gutes tun und nicht mit Ihrem Öl ins Feuer gießen. Danke.